So, weiter geht's. Wir wollen jetzt die Allflame einmal abgeben. Müssen wir mal wieder zurück. Moment mal, als ich jetzt gerade. Ich wollte gerade zeigen, die Karte hier nochmal wieder neu geladen. Nein, Jedenfalls. da war nur an dieser Ecke noch nicht. Ja. Soweit ich weiß. Diese Markwana mit dem Ansturm. Deswegen ist er gerade eben auch an uns vorbeigelaufen. Der ist angestürmt und ist dann dran vorbeigelaufen. So, wir müssten irgendwie in den Norden. Ja. Da links. Ich sehe es gerade. Fairgrapes. Da ist Jawohl. auch der, war auch eben auch gerade der Portpunkt zu sehen, also das Portal. Alle wegschnetzeln. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt nur 5 Energieschild, aber wie wenig Schaden ich nur noch reinkriege, weil das Schild den einen Treffer, den ich dann doch mal reinkriege durch mein ganzes Ausweichen, abwehrt. Das ist so geil. Wie hoch sind deine Leben gerade? 301. Na, sehr schön. Ich habe 235. Wow. Oh, okay. Nee, Ja, der war das war, nicht. glaube ich, ein Hinterhalt. Hilf wirklich, ja, danke. Komm her, du Kämpfer. Komm her. Ja, kriegst du aufs Maul. Yes. Oh. Ey, das ist ein Einhandschwert. Was du da gerade eingesteckt hast. Ja. Ja, den Nehme ich auch noch Rakel. das andere. Kein Platz mehr. Hier, pass auf, da. Ja, hast du den schon erkundigt? Nein, natürlich nicht. Dann decke ich den jetzt auf. Ich gebe dort nicht richtig was aus. Ist richtig geil? Guck mal, das Ding trage ich jetzt, ne? Nein, 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 nein. Ach so, willst du? Ja, gut, da sind jetzt, ja. So, da sind jetzt schon Sockel drin, ne? Aber das ist ja egal. Kannst ja trotzdem mal drüber gehen mit der Ja. Maus. So, das ist das, was ich jetzt trage. Guck mal, was das als Zusatz hat. Wow, richtig gut. Oh Krass. ja. Sehr schön. So, und die sind auch verbunden, was richtig schön ist. Das heißt, ich kann hier nämlich mein. Ach, da ist gar kein Unterstützungsding drin. Warte. So. Hatte ich jetzt noch was, was irgendwie geil war, was ich ausprobieren wollte? Nein. Gut, gut, gut. Weiter geht's. Sehr schön. Bin ja schon fertig, Mensch. So, jetzt haben wir das hier abgegeben, aber irgendwie müssten wir hier, glaube ich, noch. Das war die Zusatzquest, die wir hier gerade abgegeben haben. Irgendwo muss es hier doch noch weitergehen. Wir müssen doch noch Meerwalds Kaverne finden, meine ich. Die Sirene. Ist das hier oder ist das beim nächsten? Obwohl, wir könnten jetzt einmal zurückgehen, weil hier können wir die optionale Quest abgeben. Ist halt die Frage, sollen wir das machen Ja. oder sollen wir. Ja, machen wir einmal schnell hier. Einmal schnell klatschen. Und Meerwalds Sirene ist im nächsten Gebiet. Ach so. Also die ist nicht hier unten, die ist einen weiter. Ja, dann gehen wir Wobei einmal jetzt der hoch da und oben dann ist der doch. sammle ich nochmal vielleicht das ein oder andere ein. Ja, gibt alles Schriftrollen, ne? Jo. Außerdem brauche ich ja sowieso länger in der Stadt als du. Wie immer halt. So, wieder So. angekommen in Lioness Watch. Beste, was gibst du uns denn? Ja, noch ein Skillpunkt. Nice. Geil, 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 geil. Jetzt kriege ich 0,4% meines physischen Angriffsschaden wird als Leben abgesaugt. Ah, cool. Richtig gut. Dum, 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 dum. What a lovely day we're having. So, ich verkaufe den. So, und yes, ich komme Area of Effect rein. Brauche ich noch 1, 2 Skillpunkte und dann habe ich auch den ultimativen Boost. Sehr schön. Nice, das finde ich gut. Ich wollte jetzt noch was ausprobieren. Ich wollte nämlich eine Flasche verzaubern. So, und zwar, was ist denn ein normales Item zu einer zufälligen Rarität? Orb of Chance. Ja, das versuchen wir jetzt mal. Wie war das denn? Aufteilen? Das machen wir mal so. Jetzt wollen wir mal die Mana-Flasche verzaubern. Vielleicht kommt da ja eine richtig geil raus. Oh ja, sehr schön. 60% increased Mana Recover. Ah, okay. Also wir haben auf jeden Fall auch mehr Mana, die das regeneriert. Wir haben ja
274, die regeneriert 176. Sehr schön, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe das auch mal gemacht. Und meins gibt, während ich die Flasche benutze, was 7 Sekunden lang anhält, habe ich 72% erhöhte Rüstung. Oh, sehr schön. Das klingt auch sehr, sehr, sehr gut. Der Glacial Hammer. Ach, den kann ich auch nochmal verkaufen. Jo. So, sorry, ich renne hier gerade zwischen Stash und Händler immer hin und her. Weil mir dann aufgefallen ist, verdammt, du hast hier noch was vergessen, da hast du noch was vergessen. Also Mitch, konzentrier dich, mach nur das, was nötig ist. Es fängt schon dauernd an, in der dritten Person von mir zu reden. Mir letztens auch schon im Das Zimmer mache ich auch, aber eigentlich nur, wenn ich mich bestrafen will. Homo Auradius, Mensch, die haben ja auch immer Namen hier. Dazu muss man aber auch sagen, wenn man einen neuen Charakter erstellt, ist das gar nicht so leicht, weil so viele Namen schon vergeben sind. Jove war schon vergeben. Ja, tatsächlich. Also, ja. Da läuft wohl noch jemand rum mit so einem komischen Namen. Leck mich, kleiner Mann. So, wir müssen jetzt... Ich gehe wieder zurück zum Schiff Friedhof. Ja. Ich bin dabei. Ist die Frage. Ich würde sagen, wir gehen nach rechts. Ja. Und dein Vorschlag war schön... Oder oben ist noch ein Durchgang, ne? Ja. Sollen wir da sonst mal gucken? Wir sind von da gekommen. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Nee, wir sind da vom Süden gekommen. Bist du dir sicher? Gut, okay. Ja, ich laufe einfach mal schnell hoch. Ich lauf. Ich meine von hier. Prüfungsgeld, verdammt! Ja, verdammt! Ja, du hast recht. Aber dafür ist dein Vorschlag, direkt am Rand lang zu laufen, sehr gut. Weil man so auch auf jeden Fall dann... etwas. Ja, aber so kriegt man auf jeden Fall auch dann die ganzen Durchgänge und... Wege und findet das dann auch. Dafür schnell. Vielleicht nicht jeden Gegner. Gut. Aber. Oh, was ist denn hier? Moment. Oh! Wow! Eine Strongbox, aber ist jetzt auch schon ganz gut bewacht. Was ist das denn für eine Ornette? Das sagt mir jetzt gar nichts. Auf jeden Fall werden da wohl blaue Items drin sein. Ja, du hast die Ehre, diesmal den aufzumachen. Moment, ich muss erstmal die Ehre haben und hier meine Sachen sortieren. So, Lapis-Amulett, was ich macht das denn? Oben. 26 zur Intelligenz. Was? Ja, machen wir gleich. 56% erhöhte Qualität. Nee, Quantity heißt doch Dauer. Hm, sehr schönes Schild, aber hier ist auch ja, nimm du mal. Quicksilver-Flask. Das ist die Flasche, ja, und, damit man schneller laufen kann. Und eine Medium-Mana-Flask, die verzaubert ist. Wo sie denn? Ah, da. Ja, dann nehme ich die einfach mal oder willst du sie nehmen? Ich kann sie ja mal. Ja, einmal mach du mal, ich mach das Schild. Was das ist. Oh, 20% gegen Elementschaden während des Effekts quasi. Aber. Was für ein Schaden? Nochmal. Gegen alle Elementschaden. 20% Resistenz. Ja, das Schild hat ein Level, ein zu jedem Level von gesockelten Melee, also Nahkampfangriff-Skills. Mhm. 9 zu Stärke, 10 zu Leben, 1,5 Lebensregeneration pro Sekunde und 13% erhöhte Stun-Recovery. So, ich gucke jetzt einmal nach der Flasche, was die dann kann. 62% erhöhte Rüstung, während der Effekt läuft. Das ist ja auf jeden Fall was für dich. Ja, nehme ich auch mit. Und was gar nicht möchtest du die Medium-Flask haben? Denn falls du mal, könnte ich mal nehmen. Denn nämlich falls du mal fast stirbst, was ja bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, dann könntest du im letzten Moment nochmal abhauen, würde ich sagen. Und hast sogar mehr Armor. Oder du nimmst sie einfach so, um mehr Armor zu haben. Allgemein kannst du sie auch nutzen. Sehr schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mehr als die andere. Strongbox. Ja, aber hier war ja auch 56% erhöhte Qualität drin. Also. Ja gut, das stimmt. So, was ich nur nicht verstehe, weißt du? Wenn in einem Barrel oder irgendwas ist, ein Fass, was ich dann zerstöre, das mache ich im Nahkampf. Weißt du, überall setze ich meine Fähigkeiten an, aber das zerschlägt er per Hand.
Also, naja. Wo ist hier ein Durchgang? Wir waren jetzt überall am Rand. Die Frage ist, ob jetzt irgendwo in der Mitte noch was ist. Ja, genau. Deswegen wandere ich da auch gerade mal so rüber. Hm. Waren wir hier unten? Links unten da? Weiß ich nicht. Hier sind auf jeden Fall noch Gegner. Pass mal auf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt eben gerade... Ja, wir waren da. Ja, weil wir aber von oben kamen. Moment. Die Cavern? Ich gehe da mal rein und drück da ein U und dann sehe ich ja, wo wir sind. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber... Wir sind jetzt ein weiter. Talk to Nether. Hm. Dann machen wir doch einmal noch schnell ein Portal auf und sprechen mit Nether. Wenn wir eine Quest kriegen... So. Ah! Eine Belohnung. Sehr schön. Oh, eine Ice Nova. Das wäre ja cool. Hm, Firestorm. Oh ja, das ist der, den ich unbedingt haben will. Ja. Ne, das andere ist für mich uninteressant. Also Eisenova hätte ich auch gerne, die werde ich mir eventuell sogar noch dazu kaufen. Richtig geil. Die werde ich euch denn gleich einmal demonstrieren. Was hast du denn? Der ja. Juve ganz ja. erstaunt im Hintergrund, voller Freude. Ein Schwert wird um mich rumwirbeln, passiv, und macht dauerhaft 21 bis 33 physischen Schaden für 5 Sekunden. Ich kann bis zu 50 aktive Schwerter haben. Nicht schlecht, krass. Ja. Das ist mal echt richtig, richtig nice. So, da ist die Eisnova. Die hole ich mir auf jeden Fall. Dann werden wir mal gucken. Haben wir noch freie Socketplätze? Firestorm, yes. Sehr schön. Oh ja, jetzt habe ich wieder meine geliebten Fähigkeiten. Ich hatte schon mal den Magier gespielt, da bin ich bis auf Level 45 gekommen. Das wird jetzt richtig gut. mein höchster war Level 20. So. Aber ich wollte jetzt nichts mehr kaufen oder so, ich bin durch. Links, ja, das ist so. Okay. Ist dir mal aufgefallen, deine Hauptfertigkeiten liegen ja auf der linken, rechten Maustaste unten und Mausrad drücken. So. Und dann hast du ja unten QWIRT. Da steht Quert. Kennst du die 13,5 Leben des Captain Blaubeers? Nee. Der beste Freund von Captain Blaubeer heißt nämlich Quert Tsupoi. Echt? Das ist ein Alien aus der 273. Dimension. Und die ernähren sich von Musik, die auf Instrumenten aus Glas gemacht wird. Und der Typ heißt Quert Tsupoi. Und falls du mal auf deine Tastatur klickst, ist das genau von Q bis I. Quert zu Poi. Das ist echt klasse. Also, da hat er sich einen super Namen überlegt. So, das ist meine Feuerrüstung und das ist das Schwert. Guck mal, wie viel ich da reinknallen kann. Boah, richtig viele. Da kommt, drück schneller. Kann ich gedrückt halten? Ja, ich kann gedrückt halten. Das ist doch eine geile Kombi. Alter Schwede. Boah, der Flächenschaden. Aber wie viel Mana ich dabei verbrauche. Wow, was? Ach, guck mal, hier wäre der Waypoint gewesen. Ja, wir haben wieder richtig gut aufgepasst. Was soll's. Erst einmal hier. Ja, lass erst oben lang. Ich trau dem gerade nicht. Nee, da ist nichts. Doch, da ist eine Brücke. Oh. Mit, ich dachte direkt hier wieder eine Sackgasse. Sailor Skin. Und eine Strongbox. Welcome, Husband. Oh ja. Aber erstmal hier. Oh, singende Sirene. Oh, das ist doch Merville. Nee, das ist die Tochter von Merville. Ah. Ihr seht, was ich auch für einen Schaden jetzt rausdrücke. Das ist der Hammer. Ja, jetzt geht's richtig ab. Auf jeden Fall. Jo, das Horn nehme ich mir mal mit. Da gucke ich mal eben rein. Blink Arrow. Das hat sich nicht gelohnt.
feuert einen Feuerpfeil. Ja, für den Ranger ist es gut, aber ich nehme es einfach mal mit. Ja, die Tochter war ja doch relativ einfach, muss man sagen. In der Kombination, ja. So, ja. Moment. Einmal ein bisschen aufladen. Okay. Und starten. Ja, alter Schwede, guck mal, die sterben ja schon, bevor die rankommen. Na komm, hier, komm. Guck dir das mal an, ich greife dich nicht an. Tötet euch selber. Größere Leben, Greater Life Flask. Was hab ich? Ich hab zwei Large Flask. Dann nehme ich eine davon mit. Tausche meine Greater. Kannst du die haben, wenn du möchtest. Oh, hier, die Wollschuhe. Mal gucken. So, dann tauschen wir mal die hier. Sehr schön. Können wir die mal rausschmeißen? Die brauche ich dann noch nicht mehr. Aber hier bin ich mal sehr gespannt. Naja, die ist, glaube ich, nicht besser als meine vorhandene. Ne, leider nicht. Was ist mit der öligen Weste? Ah, das war leider eine Enttäuschung. Ja, bei mir auch. Mana-Flasche schmeiße ich auch mal raus. Jo. Sogar noch eine kleine. Okay, die Medium. Nee, was habe ich denn? Ich habe eine Medium und eine normale. Ja, dann nehme ich die Medium gegen die Medium. Und schmeiß die Medium wieder raus, weil die gibt ja Elementarresistenzen 20. Ah, okay. So, die werden nicht verzaubert. Ja, das war die. Auf jeden Fall noch weiter. Einfach reinlaufen. Da passiert nichts. Durchrennen und wegschnitzeln. Rage Cackle. Was für ein Ding? Und wir sind beide im Level. Dann habe ich es ja doch noch geschafft aufzuholen. Sehr schön. So, dann wollen wir mal schnell den Skillpunkt setzen. Oh ja. So, wo wollte ich jetzt hin? Jetzt lohnt sich das ja richtig mit dem Area-Schaden, dass ich den erhöhe. Gerade jetzt mit den fetten Attacken, die ich gerade dazu bekommen habe. Alter Schwede, richtig geil. Jetzt bin ich auch sehr zufrieden. Also das muss ich sagen. Ja, warst du ja vorher schon, aber jetzt ist halt dieses... Ich bin geil. Oh, ich bin einfach nur ein geiler Hengst. Kommt her, schlagt mich alle. Das ist vollkommen noch. Wow. Lightning-Sirene. Kann ich das kaputt machen, oder? Oh, warte. Guck mal, was ich jetzt mache hier. Ah, cool. So eine Art Totem oder sowas. Oder? Ja. Ja, das war ein Schrei. Coole Sache. Kommt her hier. Schön in der Kombination. Mit meinem Schwert noch dabei. Da. Einfach durchrennen, alles wegschnitzeln. Oh, du hast hier einen übergelassen, aber macht nichts. Na, stör mich nicht, ich renne noch gerade. Läuft die Zeit ab, solange du das hast, oder? Ja, hätte noch 2, 1 und... Ach nee, noch 7 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und... Schade, war sehr cool auf jeden Fall. Oh, Amy Merweil, I am so cold and lonely, embrace me. Soll ich ihn aufwärmen? Mehr als 11 Schwerter gleichzeitig kriege ich nicht hin. Tja. Cavern of Anger. Da habe ich wieder so ein Gefühl. Sind wir jetzt einen weiter oder ist das jetzt der Endboss-Raum? Als wenn wir jetzt beim Endboss kommen. Als wenn wir zum Endboss kommen. Ja, das ist hier. Also, ist auf jeden Fall weiter. Oh, sie wartet auf der Rezo, dass er wiederkommt. Ist sie das? Nee, das ist die Tochter. Wie viel Tochter hat sie? Wer paart sich denn bitte schön mit einer Frau, die solche Kinder gewährt? Muss ja mehrfach gewesen sein. Also nicht, dass ich jetzt sage, nur weil Frauen nicht vielleicht die hübschesten sind, aber die hat ja mehr Tentakel als er. So. Oh, Hacken, schon wieder. Dann treffen wir auch immer den gleichen. Na, ist schon wieder das gleiche weg. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, also Karui Spirit. Und dann mal runter. Mensch, Junge, dann geh doch nicht auf Reisen, wenn du immer deine Seele verlierst. Okay, ich kann da nicht rein. Nee? Achso, du standst nur im Weg, der Eingang war zu schmal. Ah, okay. So, dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Komme. Und diesmal dran denken, den Spirit erst später einzusammeln, wenn wir schon die ganzen Items haben. Ja. Obwohl das jetzt nicht schlimm war letztes Mal, aber es stört doch, wenn die alle im Weg stehen.
Hier, wenn sie alle wiederkommen, sind die Flächenschäden natürlich richtig gut. Ne? Na komm, einmal unter den Stein gucken. Vielleicht einmal hat da hier jemand was vergessen, ne? Direkt unterm Stein, wer weiß. Boah, die bleiben ja komplett stehen mit meiner Eisattacke. Also schon ziemlich genial. Jetzt macht das 26 bis 40 Schaden. Wow. Nice, ey. Das ist echt der Hammer. Sieht auch das echt passt. Gut aus, der Effekt. Muss man sagen. Ja. Coole Animation. Und nur einer macht 26 bis 40. Ne? Zwei machen ja. Dann bis zu 80, drei machen bis 120. Also das ist echt heftig. Die können ja gar nicht mehr wiederkommen. Hey, da kann ich meine Fähigkeit nicht durch die Wand quasi casten. Weißt du, was mir gerade einfällt? Na. Das Ding macht ja nicht physischen Schaden. Also es macht schon physischen Schaden, da ist er doch. Aber, was soll ich jetzt gerade sagen? Guck mal, ich greife gar nicht an, ich mache nur den Zauber. Wenn das jetzt ein Tank hat, diesen Skill, dann fühlt er sich nicht so nutzlos. Ah, das stimmt. Das wäre vielleicht nochmal eine ganz gute Geschichte für ihn. Oh, die Weste. Oh, ich glaube, das ist eine Weste für dich hier. Ja. Ich guck mal eben rein. Boah, was für ein Breitschwert, Halleluja. Oh ja, die sieht ganz gut aus. Ja. Besser als meine vorhandene. Sehr schön. Doch, ich bin sehr zufrieden. Also, muss ich sagen, mit den Items, die ich jetzt bisher so bekommen habe. Ja, ich habe jetzt ein Breitschwert gefunden, was 14 bis 21 normalen Schaden macht. Wenn ich das jetzt noch verstärken kann, das wäre natürlich richtig cool. Apropos, du hattest doch diesen einen Ring gekriegt, ne? Da war doch irgendwie was mit Int oder so. Ne, das Amulett oder was war das? Ja, genau, das Amulett mit Int. Das habe ich aber verkauft. Ah, okay. Da waren wir ja schon. Halt, wir müssen noch die Seele einsammeln. Hier ist ein Topaz-Ring, 21 zu Lightning Resistance. Okay, boah, für den Tank halt eher was. Oh. Aber ja klar, jetzt kommen sie wieder alle. Wollt ihr spielen? Kommt her hier. Ich mach meinen Wirbel an. Dann könnt ihr an mir vorbeilaufen, alle sterben. Huch, ich gehe schon wieder falsch. Jo. Oh, die wollen mich nicht durchlassen. Geht das? Stellen sich das an den Weg. Ja, aber die spawnen auch nur direkt immer vor dir. Also bei mir geht das noch. Ja, also direkt vor oder neben mir, ne? Also die spawnen einmal um mich rum sozusagen. Nächstes Mal nimmst du das teil. Meine ich verfolge bestimmt schon 50 Mobs. Ja, immer muss ich die schwere Seele schleppen. Das ist ja irgendwann Rückenprobleme. Ja, also ich das right to place my trust. Oh, ja. Oh, guck mal, wir sind schon fast Level 3 bei ihm. Sehr schön. Frage ist halt, was der Ruf bringt. Also theoretisch, ich wäre voll. Und ich habe nur blaue Items. So, wie viele Töchter hat die eigentlich auch? Schon wieder eine Tochter. Das war keine Boss-Tochter. Also Tochter, die ist doch viel zu schnell gestorben. Oh. Wisst ihr das? Nee, das ist Sin-Lord. Es gibt hier die Sith-Lords, ja? Ah, na komm. Ein paar Mal anmachen das Ding. Fertig. Remote Mine. In blau. Ja, ich glaube, das ist eine Falle oder sowas, ne? Nee, das ist ein Supporter. 30% mehr Minenschaden und die Mine hält 16 Sekunden lang an. Ja, aber du hast ja nicht irgendwie ein Gem mit Minen. Ich bin so voll, ich kann nicht mal das Ding mitnehmen. Zum Verkaufen. Das kommt auch vor allem, wenn man... Ich hab nur Blaues eingesammelt. Oh mein Gott, wo sollen wir denn hier lang? Ich sehe schon kommen, wir hätten einfach nur vorne rechts abbiegen müssen und laufen jetzt diesen Umweg. Ich mag auch diese Effekte, dass hier zwischendurch einfach mal ein Loch in der Decke ist. Wo dann das Licht reingeht. Chess, kleine Mini-Bosse hier. Berserker! Goldzorn, ein Wand in Gelb. Da werde ich mal einen. Zwei blaue Sockel. Nee, Quatsch.
Wo ist es denn? Da. Oh. Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier? Mann, das ist ja richtig gut. Ich hab wieder ein bisschen Platz. So. Krass. Da sind ja so viele Effekte drauf. Alter Schwede, das nehme ich dir. Um das vorzulesen, da bräuchte ich viel zu lange. Ja, für. Schmeiß das mal raus. Schmeiß das mal raus. Ich schmeiß das mal raus, dass du mal gucken kannst. Ja? 10%, 23% erhöhter Spellschaden, 2 bis 27 Lightning Damage. Das ist der Hammer. Wenn du Autoangriffe machst, ne? Das ist Autoangriffe. Aber 19% erhöhter Crit-Chance für Zauber. 11 Mana, 17% Blitzwiderstand und Projektile sind 12% schneller. Die Projektile, das ist zum Beispiel hier dein Eisregen, der da kam. Oder ja, diese Feuerregen, der von oben kam. Das sind und Projektile. Das ist hier Elemente-Schaden. Also der andere war mehr auf physischen. Also von daher. Ja, aber Elemental Damage ist ja, wenn du einen Autoangriff machst, macht er halt 2 bis 27 Schaden dazu, ne? So. Auf jeden Fall besser. Ja, hast du noch Platz für deinen Wund? Ich habe jetzt wieder 12 Plätze frei. Ja, ich habe noch Platz. Ich glaube, da wird wieder einer abgreifen. Ich habe mich gerade daran erinnert, man kann ja ein zweites Waffenset anlegen. Ach ja, da war ja was. Genau. Da habe ich mich gerade daran erinnert und dann habe ich das einfach mal gemacht. Da oben müssen wir noch lang. Sonst gehen wir jetzt ganz in den Süden und dann wieder ganz in den Norden zu wandern, wenn das doch richtig war. Ja. Das kann passieren hier. Sieht aber nicht allzu gut aus. Obwohl, doch hier. Oh, ja. Na komm, wir gehen mal. Ich laufe einfach durch euch durch. Tralalalalala. Aber ich werde den Skill wohl nicht immer einsetzen. Jetzt ist er noch ganz lustig, aber irgendwann wird es langweilig. Ja, die Frage ist, ob das auf Dauer denn auch so viel Schaden macht. Oh, was war hier das denn? Hier liegt ganz viel Gold. Hast du das gesehen? Ich glaube, da drüben ist der Boss. Mach nochmal. Okay. Nee, da war gerade quasi eine Seele, die verschwunden ist. Also so ein Mensch, der gestorben ist. Und okay. Ja, ja, ich sehe das, genau. Die tanzen, die gehen von uns weg. So, als wenn dieser Merville ganz viele Seelen gefangen hält oder so. Richtig krass. Das ist eine Sie. Sie wartet auf ihren okay. Mann. Okay, ja. Das werden wir uns dann gleich ansehen. In der nächsten Folge. Er ist so ein Arsch, ich weiß. Ja, das ist halt so, ne? So ist das Leben manchmal. Nein. Schaut wieder rein. Bis gleich.